Tag und herzlich willkommen zum heutigen Pressegespräch anlässlich des Spiels der U23 des FC St. Pauli gegen VfB Lübeck. Ich begrüße beide Trainer hier auf dem Podium, den Gästetrainer Herrn Landerl und ihr seht, dass nicht Joachim Filipkowski neben mir sitzt, sondern Ferry Zandi. Unser Trainer hat sich gestern verletzt, konnte heute dem Spiel nicht beiwohnen und deshalb wird Ferry für ihn heute seine Eindrücke zum Spiel schildern. Der Erste, der immer an der Reihe ist, ist der Gästetrainer und ich bitte Herrn Lande um sein Statement. Ja, ich glaube zum Spiel kurz, ich glaube, dass wir ein sehr intensives Spiel gesehen haben, gegen Zweikampf betont, dass wir wirklich geackert am Feld. In meiner Mannschaft fehlt ein bisschen so die Leichtigkeit jetzt, nach den zwei Niederlagen, die wir jetzt davor erlitten haben. Das merkt man auch im Spiel. Wir haben versucht, über den Kampf, über Zweikampfpräsenz die notwendige Sicherheit wieder zurückzugewinnen. Ich finde, das haben wir über weite Strecken gut gemacht. Wir gehen auch dann 1-0 in Führung. Und ja, das 1-1 kann passieren, ich weiß es nicht aus meiner Warte, ob es ein Elfmeter war. Also, ich glaube, dass Moritz Meiniger den Ball gespielt hat zuerst und dann den Gegner getroffen hat, aber gut. Oder war es Halke? Oder Gummich? Drei Versionen. Also Halke hat gesagt, Gummich war es, von Moritz haben wir noch nichts gehört, deswegen fragen wir. Also ich habe mir eingebildet, dass es Lul war, aber ich kann nicht. Mir das sagt, wie gesagt, ich war weit weg von der Position. Wer was? Wisst ihr es auch nicht? Also wir haben Halke gesehen, aber dann hat Gummich gesagt, im Interview er sei es gewesen, dann wurden wir ein bisschen stutzig. Okay. Also, da muss ich auch nochmal nachfragen, ein Lotteriespiel, wer das jetzt war. Dennoch, ja, fragwürdiger Elfmeter für mich. Aber wie gesagt, aus meiner Warte konnte ich das auch nicht gut sehen. Und passend zu unserer Situation passiert uns dann durch einen individuellen Fehler ein Geschenk für St. Pauli 2, das sie dann natürlich nützen. Ja, wie gesagt, passend zu unserer Situation passiert dann so ein Tor in der Schlussphase, wo du dir denkst, okay, vielleicht können wir noch einen draufsetzen. In der jetzigen Phase hätte ich vielleicht den Punkt auch gern mitgenommen, aber ist dann nicht so und jetzt, gut, jetzt haben wir eine Niederlagenserie, wie wir sie bisher noch nicht gehabt haben. Und da gilt es jetzt, sich hinauszuarbeiten. Und jeder weiß und jeder, der schon länger dabei ist, auch mein Trainerkollege weiß, ja, da kann man nur aufs nächste Spiel schauen. Unsere Ziele sind jetzt, die wir uns gesetzt haben, unsere sehr ambitionierten Ziele sind in weite Ferne gerückt zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt heißt es erstmal wieder positive Ergebnisse an den Tag bringen und von da aus schauen, ja, wohin wir steuern können noch im Herbst. Also wie gesagt, sehr enttäuschend die letzten drei Spiele. Niederlagenserie, mit der wir absolut nicht gerechnet haben. Aber weiterarbeiten, dranbleiben, Köpfe hoch. Das sind so ein bisschen die Floskeln, aber was anderes fällt mir zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht ein. In dem Sinne, Glückwunsch den drei Punkten für St. Pauli 2 und danke sehr. Ich bedanke mich auch, Herr Landerl, und bitte Ferry um seine Einschätzung des Spiels. Ja, erstmal Dankeschön fürs Dankeschön. Und ja, ich sehe das fast genauso alles. Ne? Also sehr intensives Spiel von beiden Seiten. Ne? Sehr aggressiv geführt. Also was unsere Mannschaft da heute abgeliefert hat, dass sie da gut dagegen gehalten haben, das war beeindruckend. Ja, also Lübeck wirklich bis zur 75. Minute fast. Ja. Danach haben sie auch noch weiter gepresst, aber da haben sie schon richtig gut gemacht. Es war richtig schwer für uns da durchzuspielen. Und, aber im Endeffekt haben wir wenig zugelassen. Ne? Am Ende des Tages haben wir fast keine Torschance zugelassen, außer das Gegentor, wo wir dann einmal einen kurzen Fehlpass in unserem eigenen Konterspiel haben und dadurch, dass er das 1-0 fällt, vielleicht kam dann nochmal ein kleiner Ruck durch die Mannschaft, so ein gutes Spiel können wir nicht verlieren und hat sich unsere Mannschaft nochmal aufgeräumt und nochmal alles gegeben um den Ausgleich. Dann die Elfmetersituation, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich nicht einschätzen von meiner Situation, haut dann von hinten die Beine weg, aber muss man vielleicht nochmal auf Video schauen. Dann
letzte Viertelstunde habe ich schon das Gefühl gehabt, dass wir nochmal mehr Energie hatten. Ne? Also nochmal mehr Power, da habe ich das, also da wäre ich, war ich ein bisschen mit mir selber, habe ich überlegt, na, das kann nicht unentschieden sein. Die können, ne, wir sind da noch besser drauf, vielleicht klappt das. Dass es dann in der 89. so ist, dann ist das natürlich glücklich. Ne? Das ist glücklich. Unglücklich für den Gegner. Ich habe sie auch das letzte Spiel nochmal intensiv beobachtet, die Weiche. Eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Aber am Ende des Tages steht da 4-0 und kann keiner was sagen. Ne? Ja. Ich finde, Lübeck macht das wahnsinnig gut. Und wir sind natürlich jetzt aber glücklich, dass wir die 3 Punkte nach 2 Niederlagen, die wir gehabt haben, geholt haben. Ja, vielen Dank, Ferry. Ihre und eure Fragen, wenn es welche gibt. Können Sie sagen, wie es für Sie jetzt heute persönlich war? Wann haben Sie erfahren, dass Sie heute People vertreten werden? Und, ja, wie war es? Ja, es war eigentlich gestern Abend. Ne? Also, der Trainer hat sich ja beim Fußballspiel verletzt, und wo ich auch dabei war. Okay. Deswegen war das schon ein bisschen klar. Ne? Es war nicht klar, direkt nach dem Spiel klar, dass er nicht dabei sein konnte. Mhm. Aber gegen Abend wusste ich dann, ich muss das heute machen. Aber der ganze Plan war ja schon unter der Woche mit People abgesprochen. Deswegen, ich habe da nichts Großartiges geleistet. Okay. Ist er schon informiert über das Ergebnis oder geht er jetzt noch? Ja, der weiß schon Bescheid, ne? Der hat auch schon eine Nachricht geschrieben, aber. Ja. Alles gut, telefoniert haben wir noch nicht. Okay. Gut, also wenn es keine weiteren Fragen seitens der Medienvertreter gibt, dann vielen Dank Ihnen, guten Nachhauseweg, beiden Mannschaften noch erfolgreiche Gestaltung der Saison und unserem Trainer hiermit gute Besserungswünsche übermittelt. Wir sehen uns dann nach der Länderspielpause wieder. Dankeschön.